Heute der 2.9., der erste Workshop in dem neuen Monat. Und wie immer sind wir hier im AG Care Workshop. Ich begrüße Sie recht herzlich dazu und freue mich auch, dass Sie da sind. Ich habe was vorbereitet für uns als Thema und ich hoffe, dass das Ihnen gefallen wird. Ich begrüße auch diejenigen, die sich im Nachhinein die Aufzeichnung anschauen und dann eben auch dort Fragen stellen können im Chat, uns Nachrichten senden können, die wir dann als E-Mail erhalten. Ganz lieb begrüße ich auch meine liebe Mutti, die mich hier unterstützt heute Abend bei der Vorbereitung der Beantwortung ihrer Fragen. Und somit machen wir dann nicht langes Federlesen, Sie sehen mich sowieso nur ganz klein. Dann fangen wir mal an und hoffen, dass die Präsentation groß genug ist, dass Sie das sehen können. Und starten das mal jetzt hier. Gott sei Dank, da freue ich mich. Also 2. September, heute hier AgilCare Workshop. Und ich gebe Ihnen auch gleich die Files zum Download bereit. Das können Sie ab jetzt herunterladen und dann für sich abspeichern. Ja, nicht zu vergessen, wie immer, Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, in meinem vergangenen Workshop vor 2 Wochen haben Sie von mir Erklärungen zur Arteriosklerose und den Zusammenhang mit chronischen Entzündungen und daraufhin Empfehlungen von uns, mit AgilCare gegen betreffende Mikroorganismen vorzugehen, erhalten. Und wir haben dabei auch von möglichen Risikofaktoren gesprochen. Und einer dieser möglichen Risikofaktoren ist die Diabetes. Und das soll eben auch heute mein Thema sein. Es gibt ja viele Arten von Diabetes, zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 1. Das wurde früher auch als Jugenddiabetes bezeichnet und ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die Beta-Zellen im Pankreas zerstört. Die Beta-Zellen, das sind die insulinproduzierenden Zellen. Und ja, Insulin ist ein Hormon, welches den Zellen ermöglicht, beziehungsweise welches die Zellen benötigen, um den Blutzucker zur Energiegewinnung zu nutzen. Dabei wird der Blutzuckerspiegel, also der Glukosespiegel im Blut, selbstverständlich dann zusätzlich und währenddessen reguliert. Ja, beim Diabetes werden die Beta-Zellen vom Immunsystem zerstört, sodass kein Insulin oder zu wenig Insulin produziert wird. Und die Symptome für den erhöhten Blutzuckerspiegel im Körper, der daraus resultiert, ist gesteigerter Durst, häufiges Wasserlassen, gesteigerter Hunger, Gewichtsverlust. Und allerdings lediglich 5-10% aller Diabeteserkrankungen sind diese, bei denen es sich um Diabetes Typ 1 handelt. Und 50-60% der Neuerkrankungen von Diabetes Typ 1 erfolgen im Alter unter 16 Jahren. Das heißt, der Diabetes Typ 1 kann jederzeit im Laufe des Lebens auftreten. Also was man früher dann gesagt hat, Jugenddiabetes, dass die neuerliche Erkenntnis ist, dass das jederzeit im Laufe des Lebens auftreten kann. Ursachen gelten heute sowohl erbliche Veranlagungen als auch äußere Faktoren, die zusammenwirken. Das hat sich inzwischen also geändert. Früher ist man hauptsächlich von einer genetischen Prädisposition ausgegangen und hat eben hier die Schuld auf das Genom geschoben. Heute weiß man, es wirken noch andere Faktoren zusätzlich, zum Beispiel Virusinfektionen mit zum Beispiel Enteroviren. Also Enteroviren, das sind ganz kleine Viren, Echoviren, Coxsackie-Viren, solche Viren, die gehören in diesen Verband der Enteroviren.
und eben Infektionen mit diesen können in Zusammenhang mit der genetischen Prädisposition dazu führen, dass sich ein Diabetes Typ 1 entwickelt. Also infolge des Zusammenwirkens kommt es dann zu einer Missinterpretation des Immunsystems, woraufhin die Immunzellen das Gewebe des Pankreas angreifen, also die Beta-Zellen, und sie dabei zerstört werden. Interessanterweise kann unser Körper hier eine lange Zeit kompensieren, ohne dass man in irgendeiner Weise etwas bemerkt. Erst bei einem Befall oder Zerstörung von 80% der Beta-Zellen, also relativ viele, die da schon zerstört sind, merkt man erst das Symptom des steigenden Blutzuckerspiegels. Die Erkenntnis, dass hier sowohl genetische Prädisposition, aber auch Mikroorganismenbeteiligung dazu führen, dass sich Diabetes Typ 1 entwickeln kann, die finde ich in gewisser Hinsicht aus Sicht eines AG-Kernwenders in gewisser Hinsicht beruhigend, da ich ja weiß, und das wissen Sie ja auch, dass man die Mikroorganismen sehr gut und gezielt eliminieren kann. Von früheren Workshops wissen Sie auch, dass zum Beispiel im Krankenhaus bei der Behandlung von Diabetes Typ 1, dass hier bei Diagnosen bzw. Untersuchungen dann ein Rundwurm und seine Beteiligung gefunden wurde bei der Diabetes. Und so können wir auch hier folgende Anwendung mit AG-Care Ihnen empfehlen zur Eliminierung der betreffenden Mikroorganismen, allen voran natürlich die Anwendung U109 Diabetes, dann C1227 Spulwürmer allgemein, da geht es um diesen Rundwurm, den ich jetzt zum Schluss angesprochen hatte, und auch die Anwendung C542 Enterovirus General, und da sehen Sie eben in der Klammer Oberbegriff für kleines Virus, einschließlich Echo, Coxsackie, Polio ist auch mit dabei. Also alles das schließt diese Anwendung mit ein. Diese Erreger werden mit eliminiert, um eben hier die auf Zellenebene die Störung zu eliminieren. Ja, Diabetes Typ 1 haben wir somit besprochen. Wie Sie wissen, ich denke, dass Sie wissen, dass gibt es auch den Typ 2 Diabetes. Der beruht in erster Linie auf einem verminderten Ansprechen der Körperzellen auf Insulin. Und die zweite Voraussetzung hierfür ist die Funktionseinschränkung der Beta-Zellen. Wenn Sie sich daran erinnern, ich glaube vor 2 Wochen oder davor in dem Workshop hatte ich das auch kurz angesprochen, als es da um Cholesterin bzw. Atherosklerose ging. Also hier die Voraussetzungen zur Entwicklung eines Diabetes Typ 2. Einmal das verminderte Ansprechen der Körperzellen auf Insulin und die Funktionseinschränkung der Beta-Zellen. Wenn eines der beiden nur zutrifft, ist es da so, dass sich hier kein Diabetes Typ 2 entwickelt. Also die beide müssen Voraussetzungen sein. Ja, was bedeutet vermindertes Ansprechen der Körperzellen auf Insulin? Dazu gehen wir nochmal zurück zum Insulin, dem Hormon, welches der Zelle ermöglicht, den Zucker, den Blutzucker, Glucose zur Energiegewinnung aufzunehmen. Durch das produzierte und so eingesetzte Insulin wird der Blutzuckerspiegel herabgesetzt, weil es in die Zellen gelangt für die Energiegewinnung. Also der Zucker gelangt in die Zellen. Somit hat er auch eine indirekte Hauptaufgabe. Das Insulin hat eine indirekte Hauptaufgabe, den Blutzucker zu regulieren. Wichtig dabei ist, dass die Zelle das Insulin erkennen muss. Und das geschieht durch ein Erkennungsprotein. Das heißt auch wirklich so. Und zwar ist das der Insulinrezeptor, der befindet sich auf der Zelloberfläche. Und durch die Insulinbindung an der Zelloberfläche wird ein Signal ausgelöst und es vollziehen sich komplexe Vorgänge daraufhin in der Zelle. Das Signal trifft auf den Glukosetransporter, der an die Zelloberfläche somit gelangt, um
den Eintritt der Glucose in die Zelle zu ermöglichen. Das ist also wie so ein Türsteher, der eben da rangerufen wird und das Insulin klopft somit an und sagt, hier, ich habe den Zucker dabei, und dann kommt der Glucosetransporter und macht die Tür auf und kann dann den Zucker hineinlassen in die Zelle. Etwas vereinfacht dargestellt. Bei der Insulinresistenz sind diese Prozesse gestört, weswegen weniger Glucose in die Zelle eintritt. Und die Insulinresistenz ist eben dieses verminderte Ansprechen der Körperzellen auf Insulin, also der eine Faktor, zusammen mit der verminderten Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse, ja, der zweite Faktor, steigt somit unweigerlich der Blutzuckerspiegel und es entwickelt sich ein Diabetes Typ 2. Also, Diabetes Typ 2 entwickelt sich aus einer Insulinresistenz, aus der Störung des Insulinsignals in der Zelle. Die Zelle benötigt mehr Insulin zur Aufnahme von Glucose, beziehungsweise sendet sie immer wieder das Signal, ich brauche Glucose, obwohl hier genügend zur Verfügung steht im Blut. Aber ja, entweder findet das Insulin die Tür nicht, oder die ist so versteckt, oder das Lösungswort ist ein schwieriges, sodass also eben hier kein Kontakt stattfindet an der Zelloberfläche. Also der Insulinrezeptor reagiert nicht auf das Insulin, was hier an der Zelle ankommt. Und somit sendet die Zelle immer wieder, ich brauche Glucose. Das wiederum sendet an oder empfängt die Bauchspeicheldrüse, die ihrerseits natürlich sagt, natürlich kriegst du von mir Insulin, damit du dann das Glucose wieder eingeben kannst, und die produziert und produziert. Also der Körper reagiert mit einer Erhöhung der Insulinproduktion zunächst, die längerfristig allerdings zu einer Schädigung der Bauchspeicheldrüse und anderer Organe führen kann. Ja, bei der Feststellung einer Insulinresistenz sind bei fast allen Patienten die Faktoren untersucht worden, und die sind fast alle gleich, nämlich Übergewicht, Bewegungsmangel und auch bestimmte Ernährungsgepflogenheiten wird der Prosage angegeben. Hier wahrscheinlich der Hinweis eben, dass hier zu viel oder aus Sicht derer, die das beobachtet haben, zu viel Kohlenhydrate, zu viel Zucker eventuell aufgenommen worden ist, aber auch eventuell Alkohol, das ist ja auch, hat auch was mit Zucker zu tun. Und hier also die Umschreibung als bestimmte Ernährungsgepflogenheiten, die eben bei allen, die betroffen sind mit der Insulinresistenz, aus der sich, wie gesagt, ja, ein Diabetes Typ 2 entwickeln kann, dann vorliegen. Somit stellte man die Hypothese auf, dass bei Änderung dieser Faktoren, ne, Übergewicht, mangelnde Bewegung, Ernährungsgepflogenheiten, dass man hier die Umkehrung, also das Rückgängigmachen der Insulinresistenz, möglich machen kann, dass das möglich ist. Und ich stelle noch eine zusätzliche These auf. Bei der gleichzeitigen Eliminierung, also gleichzeitige Eliminierung betreffender Mikroorganismen zusätzlich zur Reduzierung des Gewichts, Bewegung so möglich, Umstellung eventuell der Ernährung, dass hier zusammen mit der Eliminierung betreffender Mikroorganismen, dass es da gelingt, hier sogar, wie man so schön sagt heutzutage, nachhaltig hier eben erfolgreich zu sein und die Insulinresistenz zu eliminieren. Also Eliminierung betreffender Mikroorganismen dabei eine große Rolle spielt. Denn was wissen wir, was stört unseren Stoffwechselabläufe in der Zelle? Das sind die Mikroorganismen. Also zusammen mit Gewichtsreduktion, täglicher Bewegung, am besten an frischer Luft, am besten im Wald, und umgekehrt zur gezielten Eliminierung betreffender Mikroorganismen würden aus meiner Sicht zum Erfolg führen.
Wir empfehlen mit AgilCare dabei zur Eliminierung betreffender Mikroorganismen die Anwendung C470. Das steht auch schon im Namen Diabetes Typ 2, also C470 und C1227. Da geht es wieder um die Spulwürmer bzw. die Rundwürmer, Spulwürmer allgemein. Und dann zusätzlich, ich habe das geschrieben so wie weitere, ne, zusätzlich die Eliminierung eventuell noch zusätzlich betreffender Mikroorganismen, die eventuell auch dazu geführt haben, dass wir eventuell uns weniger bewegt haben oder gar nicht bewegt haben, also Thema rheumatische Arthritis, Borrelien und so weiter. Also ich hoffe, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte, dass eben hier rundherum eben auch die anderen störenden Mikroorganismen eliminiert werden können. Ja, wenn es zwei gibt, da gibt es auch drei. Und ich habe tatsächlich auch einen Diabetes Typ 3 gefunden, nämlich in manchen Forschungskreisen wird die Alzheimer-Demenz auch als Diabetes Typ 3 bezeichnet. Und da Patienten mit einem chronisch erhöhten Blutzucker oftmals die Spätform der Alzheimer-Demenz entwickeln. Suzanne de la Monte, das ist eine amerikanische Forscherin aus den USA, prägte den Begriff Diabetes Typ 3 vor etwa 20 Jahren, das ist also schon etwas her, nicht nur aufgrund der Insulinprobleme und der Insulinproblematik per se, sondern auch auf dem Insulin-Degrading-Enzym, das wird abgekürzt mit IDE, das Insulin-Degrading-Enzym baut im Blut das Insulin ab, also wenn eben hier zu viel Insulin oder viel Insulin produziert wird, baut dieses Insulin im Blut ab und auch das Beta-Amyloid-Protein im Gehirn. Dieses Beta-Amyloid-Protein, das findet sich bei den Plaques, die man eben auch bei Alzheimer-Demenz im Gehirn gefunden hat. Und zwar sind das zerebrale Plaques mit Beta-Amyloid und die entstehen, wenn eben dieses Enzym, dieses Insulin-Degrading-Enzym, wenn das gehemmt ist. Und das wird gehemmt durch eine chronische Hyperglykämie. Und Hyperglykämie heißt, dass eben hier zu viel Blutzucker, also zu viel Hyperglykä, das ist der Glykäm, das ist der Zucker im Blut, zu viel Blutzucker sich dann dort befindet. Ja, unser Gehirn benötigt sehr viel Zucker. Das ist vielleicht ganz interessant. Am liebsten natürlich einfach Zucker, Glucose. Also wir sprechen hier von Traubenzucker. Vielleicht erinnern Sie sich auch das an die Werbung, ist schon etwas länger her, aber Dextro Energy gab es, da wurde dann in der Werbung veranschaulicht, dass hier zum Beispiel bei Klausurarbeiten oder Prüfungen, dass wenn man das einnimmt, dass hier dann man vom Gehirn her mehr und stärker leistungsfähig ist. Ja, dieser Einfachzucker versorgt sehr schnell die Hirnzellen, weil es auch nicht viel braucht, um diesen Zucker für unsere Zellen umzuwandeln. Da braucht man nicht viel Energie. Zum Beispiel ein Zucker ist ja auch wäre ja auch eine Stärke. Und das ist aber ein langkettiger Zucker. Und da braucht es ein bisschen an Enzymen und Energie, um diesen Langzeitzucker aufzubrechen. Das braucht man bei dem Traubenzucker, braucht man das nicht. Insgesamt beansprucht unser Gehirn 75% des aufgenommenen Blutzuckers, also der Glucose, die wir aufnehmen. Und fehlt die Glucose, so wird das vor allem im Hypothalamus, das ist der Bereich, der den Stoffwechsel steuert, und in der Hirnrinde, die ist für das Lernen und für die Erinnerungen zuständig, dort wird das eben zuerst bemerkt.
Das kann man sich natürlich sehr gut erklären und auf Zellenebene steht bei Diabetes weniger Glucose den Zellen zur Energiegewinnung zur Verfügung, was im Gehirn durch schnellen Energieabfall bemerkbar wird. Das zeigt sich dann eben in den Symptomen, nämlich der Beeinträchtigung kognitiver und der Reflexfunktionen. Dann kommt es auch zu autonomen Versagen. Krampfanfälle können hervortreten, wenn eben dem Gehirn zu wenig Zucker zur Verfügung steht, bis zur Bewusstlosigkeit. Und dann kann es auch zu dauerhaften und irreversiblen Hirnschäden kommen. Und der Grund, warum wir diese Themen hier im Workshop, also die Themen Diabetes jetzt heute im Workshop aufgreifen und Ihnen darüber berichten, ist, weil wir zum Ziel haben, dass Sie, liebe Anwender, Wissen für sich erlangen, für Ihr Verständnis, Wissen für ein Leben ohne Krankheit. Das ist ja das Credo von unserem Infodienst AgilSmart. Wissen über Methoden, die einfach zu erlangen sind, einfach durchzuführen sind und wenig bis gar keinen Einsatz von finanzieller Mittel bedürfen. Wie zum Beispiel der Blutdruckentspannungstest, nur so mal nebenbei. Aber auch hier beim Thema um die Diabetes geht es hier. Und speziell Alzheimer bzw. Diabetes Typ 3, da geht es uns um Ihr Wissen, dass Sie diese Erkrankung mit den Symptomen erkennen und einordnen können, um für sich die richtige Entscheidung zu treffen. Denn die können nur Sie für sich selbst treffen, in erster Linie. Wir können Sie dabei sehr gern unterstützen, aber Sie sollten darüber Bescheid wissen. Und wie man ja auch so sagt, der Teufel, den man kennt, ja, diesem Teufel auf der Spur habe ich auch hier Empfehlungen mit AgilCare zur Eliminierung betreffender Mikroorganismen, allen voran C53 Alzheimer TR und C1072 Mycoplasma fermentans. Und da sehen Sie hier auch in der Klammer, kann ein Faktor bei AS, chronischer Müdigkeit, Alzheimer, Parkinson, MS sein. Hier geht es um degenerative Erkrankungen im Gehirn und neurodegenerative Erkrankungen nennt man das. Und zusätzlich auch, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass sich ein Diabetes Typ 3 oder Alzheimer Demenz aus einer Insulinresistenz entwickeln kann. Somit gehören auch mit dazu die Anwendung C470 Diabetes Typ 2 und C1227 Spulwürmer allgemein. Das heißt nicht, das möchte ich kurz mal hinzufügen, dass hier immer auch die Diagnose, wir sprechen ja von der Insulinresistenz, die dann zur Diabetes Typ 3 führen kann, dass hier immer auch ein Diabetes Typ 2 vorliegen muss. Das ist ja für uns mit AgilCare gar nicht so in erster Linie wichtig, sondern es geht immer um die betreffenden Mikroorganismen, die hier eliminiert werden. Und so sind das auch immer wieder Beispiele unserer Empfehlungen. Und es geht immer um die Eliminierung betreffender Mikroorganismen in Disbalance mit dem Ziel zu verbesserter Lebensqualität für Sie, für sich, für Ihre Lieben und Nächsten. Die Verbesserung Ihrer Lebensqualität ist für uns oder für Sie, ist eigentlich erst für Sie auch Lohn und für sich selbst für Ihr erfolgreiches Vorgehen. Und wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Empfehlungen von AgilCare an Freunde, Familie, Bekannte, wenn diese ebenso erfolgreich vorgehen möchten und sich dazu bei uns im Shop ein AgilCare kaufen und es somit für sich einsetzen. Sie wissen ja, ich spreche von der Tippprovision. Ich habe Ihnen das hier in der Folie nochmal gezeigt. Und wir bedanken uns jetzt schon auch für Ihre Empfehlung und dann nochmal mit der Tippprovision, wenn das Gerät bei uns gekauft wurde. Schreiben Sie uns dazu, wenn Sie AgilCare empfohlen haben und damit wir uns Ihre Empfehlung notieren können. Schreiben Sie uns das als Ticket im System oder in einer E-Mail. Sie können es auch telefonisch übermitteln. Aber besser wäre es, wenn Sie es uns schreiben. Und hier habe ich Ihnen nochmal die Kommunikationswege notiert, damit Sie auch wissen, wohin Sie das schreiben können. Der Telefonservice, den wir immer montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr anbieten, der entfällt morgen,
am 3.9. und auch in der Zeit vom 6.9. bis einschließlich 13.9. Da findet kein Telefonservice statt, erst wieder am 16.9. Was aber auch immer an den Tagen, wo kein Telefonservice stattfindet und auch an den Tagen, wo Telefonservice stattfindet, ist unser Ticketsystem ist geöffnet für Sie. Also Fragen, die Sie uns per E-Mail oder Ticketsystem schreiben, werden selbstverständlich nach wie vor und weiterhin schnellstmöglich auf diesem Weg beantwortet. Damit möchte ich jetzt hier meinen Vortrag noch mal kurz zusammenfassen. Es ging um die Erkrankung Diabetes, ganz speziell um die Autoimmunerkrankung Diabetes Typ 1, die Stoffwechselerkrankung Diabetes Typ 2 sowie daraus sich eventuell entwickelnde Diabetes Typ 3 bzw. Alzheimer-Demenz und den Zusammenhang mit Insulin und die Insulinaufnahme bzw. reduzierte Insulinaufnahme und Schädigung der Beta-Zellen im Pankreas. Und wie immer auch unsere Empfehlungen für Sie, wie Sie mit AgilCare gegen die hier betreffenden störenden Mikroorganismen vorgehen können. Ich bedanke mich somit recht herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich nun auf Ihre Fragen, die Sie im Chat gestellt haben und die wir hier nun beantworten.